Moin Moin Leute, Tomlo hier und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 im Ironman Mode. Und Neuägypten ist ein ganzes Stück gewachsen seit der letzten Folge. Wie angekündigt, ich habe einmal die ganzen Provinzen übertragen und wirklich viel gebaut hatten die vorher nicht. Ich habe, glaube ich, in dieser Provinz ein Handelsgebäude abgerissen und sonst gar nichts, weil die meisten tatsächlich so gut wie leer stehen. Außerdem habe ich schon mal die expansionistischen Ideen gewählt, wie angekündigt. Mehr habe ich jetzt nicht gemacht off-camera. Ihr seht ja auch, es ist kein Tag vergangen. Von daher würde ich sagen, wir lassen gleich mal weiterlaufen. Ich werde auch soweit erstmal beim Militär, bei der Admin Power bleiben. Denn der zusätzliche Händler ist natürlich sehr wichtig, aber auch die zusätzlichen Diplomaten sowie der globale Handelseinfluss interessieren mich. Also generell interessiert mich das meiste davon. Aber mal gucken. Wir nehmen einen neuen Kandidaten. Und wenn es so weitergeht... Na, wobei, die Gilden sind nicht mächtig genug, um irgendeine Rolle zu spielen. Gut, Mekka und Jerusalem fallen jetzt natürlich raus. Was ich aber mal nachgucken möchte... Freiheitsstreben. 19% und 18%. Okay. Wenn ich jetzt die Provinzen abtrete da oben, dann werden das nochmal mehr werden. Also ich vermute, wenn ich die tatsächlich nochmal einem Vasall übertragen sollte... beziehungsweise in einem Satelliten starten, werde ich das Problem haben, dass ich Zuhörs Freiheitsstreben kriege. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich komplett aufgeben müssen. Was irgendwie schade ist, aber gut. Oder zumindest das hier kann ich an Kroatien abgeben zum Beispiel. Das Ding ist, die hassen mich alle hier. Es gab Zeiten, da haben sie mich alle geliebt. Am Anfang des Let's Plays. Weil ich einfach nur eine friedliche Handelsmacht war, mittlerweile sind sie, hassen sie mich abgrundtief größtenteils. Unsere merkantilistische Politik stärkt den Handel. Unsere merkantilistische Politik erschwert anderen Nationen den Wettbewerb mit unseren Händlern. Dies bedeutet für uns steigende Profite. Sehr schön. Wie steht's eigentlich jetzt gerade? Hier haben wir 82%. Und in Alexandria haben wir... 87%. Was ist da los? Warum haben wir so viel? Ich will mich nicht beschweren, aber ist es gut? Warum haben wir so viel? Das ist cool. Okay. Okay. Wer ist da noch relevant? Frankreich ist am relevantesten, dann kommt Ägypten, dann kommt Toskana. Aber die Toskana hat gerade mal 2%. Also es reicht tatsächlich schon fast. Leute, was? Okay, mit dem zusätzlichen Händler könnte das reichen. Ich glaube es, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil den, hier in Neuägypten die Flotte fehlt, um da irgendwas zu reißen. Beziehungsweise, weil die anderen halt durch Kriege beschäftigt sind, so ein bisschen. Wer weiß, vielleicht überträgt uns der Satellitenstadt auch mehr oder sonst was. Ich weiß es nicht, aber es sieht gut aus gerade für uns. Es sieht tatsächlich gut aus mit... Also, diese drei haben wir ja schon. Und hier Venetian Sea. Jeweils 90% und weniger Städte haben als 10. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich bald schon abgeben. Wenn ich sehe, dass ich bei den beiden Dingern über 90% bin, gebe ich sofort die Sachen ab. Das kann ich euch gleich sagen. Achso, und ich sollte meinen Diplomaten wieder losschicken. Und Böhmen hat verloren, das war zu erwarten. Das war ein Fehler, von denen überhaupt erst anzugreifen. Aber warum haben wir auf einmal so viele... So viel? Ich verstehe es nicht. Ich finde es geil, aber warum haben wir plötzlich so viel? Ich habe das Gefühl, es ergibt keinen Sinn. Ist das ein Bug, weil ich die Provinzen gerade selber noch alle kontrolliert hatte? Sollte eigentlich nicht. Neuägypten ist hier genauso stark wie die Toskana. Etwa. Überträgt davon aber halt die Hälfte an. Oder ich weiß nicht, ob das da schon mit drin ist. Ne, die hätten nochmal, die hätten nochmal so viel. Die hätten mehr Einfluss als Frankreich, wenn sie es nicht an mich übertragen würden. Okay. Das ist sehr interessant gerade.
investiere mal wieder ein paar Punkte. Wer weiß, vielleicht kriege ich ein neues Gebäude oder sowas. Und wenn nicht, steigere ich einfach nur meinen Handelswert. Und ja, ich kann Regimentscampe bauen, das machen wir gleich. Das ist schön. Also es ist, ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade geflasht, dass wir auf einmal so nah am Ziel sind. Weil ich gucken muss, wie ich an diese letzten 3% tatsächlich komme. Ich meine, klar, wir können theoretisch einfach mehr Schiffe hinschicken. Wenn wir noch mehr Schiffe spammen. Aber wir müssen auch wir werden jemanden davon ausschalten müssen wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ach so, und das diplomatische Geschick brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir nehmen hier wieder die Handelseffizienz und... Moment. Das könnte hochgehen. 1628, 87%. Oder erhöht sich dadurch nur die effektive Einnahme? Okay, nur die effektiven Einnahmen erhöhen sich dadurch. Und aus irgendwelchen Gründen machen wir gerade ziemlich wenig Geld. Und ein Händler braucht Hilfe, okay. Wenn wir weiter so wenig Geld machen, dann wird das nichts mit dem, mit den Kanälen, fürchte ich. Aber langsam weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen. Da fällt mir ein, ich sollte meine Kriegsflotte mal wieder losschicken. Zur Abwehr. Dann kann ich theoretisch auch die losschicken. Die können keine Piraten jagen. Okay, dann würde ich die Kriegsflotte einfach mal durch zwei teilen. Die einen lasse ich Piraten jagen in Alexandria. Die andere Piraten jagen in Bosporus. Aristokraten weisen die Republik zurück. Na super, eine Revolte. Gerade noch gefehlt. Fahrt ihr mal hier hoch. Nehmt einmal die komplette Armee bitte mit. Und fahrt bitte hier rüber. Und ich glaube, ich werde tatsächlich die zweite Armee noch holen. Wir sind zwar... Also die sind jetzt gerade nicht gerade wenig. Okay, wir haben mehr Artillerie. Wir sollten es gewinnen. Auch in der Unterzahl. Solange wir nicht das Problem haben, dass wir Würfelpech haben. Ich wollte eigentlich sagen, solange wir nicht das Problem haben und dass wir sie ungünstig angreifen. Aber es sieht gerade gut aus. Wir gewinnen. Okay. Alles gut. Also... Es hätte böse schief gehen können, aber es hat funktioniert zum Glück. Transportflotte darf wieder hier hoch. Und wir bauen sie mal aus, wenn wir schon dabei sind. Okay, sie werden auch hier repariert, aber auf See werden sie natürlich langsamer repariert. Das wäre auch zu erwarten gewesen. Die Niederlande ist nicht länger ein gültiger Rivale für mich. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht, denn die Niederlande waren irgendwie sinnfrei. Die Briten sind eigentlich auch ziemlich sinnfrei. Die sind alle ziemlich sinnfrei. Nämlich trotzdem die Briten, weil die mich immerhin auch rivalisiert haben. Niederlande werden rausgekickt. Also, das Embargo wird aufgelöst. Stattdessen nehmen wir die Briten. So, ihr fahrt einmal zurück, bitte. Nach Edirne. So. Und sobald die wieder auf Maximum sind, kann ich das Ganze auch wieder runtersetzen. Wir haben im Bosporus ein paar Punkte verloren, sehe ich gerade. Und ich weiß nicht ganz warum. 78 nur noch? Ich glaube, die Osmanen war noch geschwächt. Wahrscheinlich. Aber okay... Frankreich ist das frustrierende Problem hier. Das ist echt schlimm. Also, wäre die Toskana in der Lage, Savoyen und Ferrara zu erobern, dann würde sich das deutlich verringern. Und dann, und vielleicht noch den Kirchenstaat dazu und Genua wäre gut. Genua wäre tatsächlich sehr gut, wenn die wegfallen würden. Wie viele Provinzen hat Genua? Genua hat leider noch zwei Provinzen, das könnte ich in meine Handelsliga holen. Wie viel Einfluss hat der Kirchenstaat tatsächlich hier? Der hat gerade mal 10 Punkte, das bringt es nicht.
Die bringen es halt leider alle nicht. Für mich. Genauso hier. Kann ich also in die Handelsliga holen, bringt bei den wenigsten was. Aber ich glaube, den Kirchenstaat werde ich doch tatsächlich demnächst nochmal einladen. Oder wir werden einfach mal gucken, ob sich da was ergibt, besser gesagt. Denn das macht doch nochmal Sinn. Die haben nämlich Einfluss in meinen Gebieten. Und wer weiß, vielleicht wird das dann der Geniestreich, der mir alles rettet. Also nicht rettet, ich meine, verloren ist ja noch nichts, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Hier würde ich einfach mal die Armee nochmal ein bisschen umstellen. 6 können dazu. Mache ich erstmal so. Sind jeweils 4. Stampfe ich die ein. Dann passt auch die Flotte von der Größe weiterhin. Und ich hole mal die Armee hier hinten. Eisenimporte. Ja, dann nehmen wir die militärische Macht. Ausnahmsweise brauchen wir keinen Merkantilismus mehr. Den haben wir nämlich auf dem Maximum. Und du, mein Freund, fährst mal hier hoch und verstärkst die Armeen. So. Waden. Wir bleiben beim Kandidaten, beim aktuellen. Das bisschen Macht kann ich zahlen. Und wir sind wieder beim Flottenlimit, sehe ich gerade. Was ist denn da passiert? Einen von euch nehme ich mal raus. Ist noch immer noch 5 drüber. Eins, zwei, drei. Stopp, nein, so. Den Dreidecker brauchen wir nämlich nicht. Dann machen wir 15, 15. Und schon stimmt wieder alles. So. Einer von euch geht Piratenjagen in Alexandria. Und der andere geht Piratenjagen im Bosporus. Wie gehabt. Ich bin nicht mehr über dem Limit. Ich mache wieder etwas mehr Geld. Und das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch die Ideen schnell durchbringen, damit ich den zusätzlichen Händler kriege. Und dann können wir auch unseren Handel weiter stärken, denke ich mal. Weil wir mal gucken müssten. Wo kommen die denn her? Also Alexandria kriegt aus 3 Provinzen was. Und da habe ich überall einen Händler stehen. Der Rest hier ist zu weit weg. Wir könnten statt dem Bosporus nach Alexandria weiterleiten, fällt mir gerade auf. Da muss ich mal gucken. Stopp, das schaue ich jetzt nach. Moment, also auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Im Bosporus, den können wir nämlich theoretisch auch von woanders verstärken im Notfall. Also da haben wir hier hinten noch weitere Zentren, die wir erreichen können. Im Bosporus sind wir gerade bei 79 und wenn wir jetzt den Typen hier umstellen quasi. 79 und 86. Was ändert sich? 87. Da bleibt es bei 79. Also viel macht es tatsächlich nicht aus. Aber ich würde dann einfach einen Händler wahrscheinlich nach Basra entsenden und danach vielleicht sogar noch einen nach Persien. Wobei es vielleicht sogar sinnvoller ist, wenn wir jetzt einen von denen wegnehmen. Wie ist unser Handelseinfluss hier? In Basra haben wir überhaupt keinen. In Persien wahrscheinlich genauso wenig, ja. Ich kann die Krim tatsächlich verstärken durch Astrakhan eventuell. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Ich rufe mal den Händler aus dem Oman zurück. Wenn er komplett wegfällt. Dann haben wir hier noch 85. Es geht. Schicke ich ihn mal nach Astrakhan. Denn die langen Routen bringen ja mehr. Dann haben wir hier jetzt nämlich eine Dreierroute und ich kann den aus Ragusa eventuell noch abziehen. 78. Das ist alles ein bisschen experimentell. Wie gesagt, ich kenne mich damit selber nicht so gut aus. Ist der jetzt schon angekommen oder noch nicht? Okay, scheint rein gar nichts gebracht zu haben in Astrakhan. Wir haben nur mit dem Händler 40% gekriegt gleich. Wow. Okay.
Ich probiere jetzt gerade mal ein bisschen weiter. Auch dich rufe ich mal zurück. Besser der Reputation, das ist schön. Nicht unbedingt notwendig, aber schön. Und schicke den einfach mal nach... Wo schicke ich den hin? Nach Basra. Zum Handelseinfluss übertragen. So. Das sind... Klar, es geht jetzt nach Alexandria, aber trotzdem. Okay, das bringt mir nicht viel. Also in Basra kriegen wir fast keinen Einfluss. Das hat nichts gebracht. Glaube ich zumindest. Ne, Basra ist unnötig. Den kann ich wieder abziehen. Ist auch, glaube ich, kein besonders wertvolles Handelszentrum insgesamt. Wo schicke ich den Händler denn dann hin? Auf jeden Fall kann ich mal einen Kolonisten holen, den ich nicht nutzen werde. Aber wir werden trotzdem mal hier die Assimilation wählen. Ich denke mal, ich werde den wieder in den Golf von Aden schicken. Das hat noch am meisten Sinn gemacht, denke ich. Oder mit am meisten zumindest. Und springen damit von 84% auf 85% wieder hoch. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Gründet eine Allianz mit Ferrara. Oho, soll mich mit Ferrara verbünden? Das ist irgendwie nicht so sinnvoll, glaube ich. Wenn ich darüber nachdenke, wirklich viel wird uns das nicht bringen. Ich werde jetzt erstmal schön weiter auf meine Admin-Power gehen. Tatsächlich jetzt sogar mit dem nationalen Fokus, weil ich das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen möchte. Aber ich werde mal schauen, ob ich den Kirchenstaat vielleicht doch wieder in meine Handelsliga bekomme. Ja, bekomme ich. Sehr schön. Damit werden sie hier noch weniger Handelsmacht haben. Aber die haben... Da unten sind sie. Okay. 85 immer noch. Ach, kommt schon. Wir müssen die Franzosen hier loswerden. Dann haben wir es geschafft. Irgendwie muss man die doch loswerden können. Hier, verdammt, doch mal. Ich muss den Spion schicken. Und deren Handelseinfluss verringern. Genauso bei den Osmanen. Weil wir die Osmanen können wir halt durch den Krieg ausschalten. Wobei das gerade tatsächlich gar nicht reichen würde, wenn ich mir das angucke. Da müsste eventuell noch das Prinzipat angreifen oder so. Polen würde mir allerdings helfen gerade sogar. Also da kriege ich glatt Lust, die anzugreifen. Ach, wisst ihr was? Wir legen los. Wir greifen das Osmanische Reich an, Leute. Es wird mal wieder Zeit. Das haben wir lange nicht gemacht. Wird mal wieder Zeit für ein bisschen Spaß hier. Können wir in den paar Provinzen noch dauerhaft abnehmen, um unsere Vasallen weiter zu stärken. Ja, du kannst ebenfalls zurück. Du bist damit nicht mehr relevant. Moment, hat der Johanniterorden irgendwie Einfluss bei uns? Der neue? Sieht nicht so aus. Weil den könnten wir in die Handelsliga holen. Müssen wir mal gucken, ob das relevant wäre. Aber nein, ist es nicht. Würde uns nichts bringen. Okay, vergessen wir das gleich wieder. Vollkommen irrelevant für uns. Dafür führen wir wieder mal Krieg, würde ich sagen. Zeit, das Osmanische Reich anzugreifen. Und zwar... Huiuiui, die haben eine ganze Menge für die Eroberung vorbereitet. Wir nehmen dann den Imperialismus. Ja, los geht's. Krieg! Wir greifen an! Und wir rücken kontrolliert gemeinsam vor. Die haben jetzt tatsächlich eine Flotte. Warum haben die plötzlich eine Flotte? Wahrscheinlich, weil ich viel zu lange nicht gegen die gekämpft habe. Vieles davon werden Transportschiffe sein, zum Glück. Ich hoffe, ich verliere dabei jetzt nichts. Oder zumindest nichts Wichtiges. Nein, wir haben nichts verloren, wir haben sogar Schiffe gewonnen eher. Ups, das wollte ich nicht. Damit sind wir natürlich wieder immer im Limit. Das heißt im Klartext für mich, ich werde gleich
darf nichts abspalten, während die unterwegs sind. Grrr. Da bist du. So, ihr kommt weg. Ihr geht wieder handeln im Bosporus. Und diese kleine Truppe hier wird eingestampft, zumindest größtenteils. Die eine Fregatte behalte ich mal. Ach, wisst ihr was? Nein. Wenn dann mache ich Handelsschiffe. Ich werde wahrscheinlich auch früher oder später meine komplette Truppe, meine kompletten Galeeren und so einstampfen. Und umsteigen auf nur Handelsschiffe. Oh, warum greife ich an? Warum tue ich das? Das war dämlich. Das war sehr, sehr dämlich. Ich habe nicht aufgepasst. Oh weh, du wipest mir jetzt diese Armee. Wobei ich das verdient hätte, weil ich nicht aufgepasst habe. So, erstmal über 10.000 Mann einfach verschenkt. Das war bitter. Ja, aber gut, die Polen sind da. Das ist schon mal ein Vorteil. Irgendwie ist das so eine Tradition bei mir und EO4, dass die Polen mir den Arsch retten. Das hat sich durchgesetzt, glaube ich. Angebot von Fabrizio Donato. Wir verlieren unsere Stellung durch Lauchter Doge, behauptet Fabrizio Donato vor kurzem in einem privaten Gespräch nach einer politischen Debatte. Unsere Republik hängt vom Handel ab. Der Handel ist der Kern unserer Souveränität. Wenn wir andere Interessen vor die der Kaufleute stellen, werden wir schon bald nicht von einem durchlauchten Doge regiert, sondern von Verwehrten, die alles aus dem Fenster kippen werden, was uns zu einem großen Land gemacht hat. Und ihr wisst nur zu gut, was danach kommt. Versprechen auf Reichtum, den die fortwährende Herrschaft der Händler Venedig einbringen wird. Und viel, viel weitere Versprechungen, was dieser Reichtum euch konkret einbringen wird. Was diese Republik am wenigsten braucht, ist Korruption. Wir verlieren Tradition, erhalten etwas Korruption. Und das nehme ich tatsächlich an der Stelle. Denn das Gold bringt mir gerade ziemlich viel. Oh ja, die Polen gehen in die Offensive. Mit 100.000 Mann. Finde ich schön. Leider haben sie die nicht mehr erwischt. Ah, aber wir haben Ankara. Sehr schön. Gut, ihr geht mit da runter und von da aus nach Itche. Und ihr marschiert nach Sinop, zur feindlichen Hauptstadt. Konya haben wir gewonnen. Perfekt. Ein General ist gestorben. Verdammt nochmal. Nicht gut. Gar nicht gut. Und ich habe viel zu viel diplomatische Macht. Die müssen wir mal wieder investieren. Und zwar überall, wo es gerade so geht. Ja, so. Reicht erstmal für den Moment. Jetzt können wir wieder ein bisschen was ansparen. Können sie einen Spion natürlich wieder herschicken. Okay, können wir noch nicht. Erst im nächsten Monat. Wir versenken weitere Schiffe, das ist gut. So. Wir haben gleich das Kriegsziel, kommt schon. Jetzt greift Frankreich auch noch die Pfalz an. Also die sind wirklich einfach nur einfach stur am Erobern. Das gibt's nicht. So, nächste Belagerung gewonnen, sehr schön. Progress, my friends. Progress. Auf nach Halab. Die Hauptstadt ist gefallen. Perfekt. Oh, crap. Was machen die Polen hier schon wieder? Okay, die kämpfen da. Das werde ich nicht rechtzeitig schaffen, um die zu verstärken. Das heißt, die gehen hier hin. Die ziehen sich zurück. Und soll dann sobald wie möglich wieder vor zum Helfen. Aber erstmal ein bisschen Truppen generieren. Regenerieren, besser gesagt. Und es passt mir nicht, dass die anderen hier so viel besetzt haben. Ich hätte das gerne selbst. So, machen wir es einfach mal so. Und ich werde hier Kanik noch selbst besetzen. Damit hätten wir den Bosporus komplett. Und ich kriege quasi das Maximum an Handelsmacht, was ich aus denen rauskriegen kann auf dem Weg. Also ich muss dran denken, wenn ich das machen will, muss ich mir möglichst viel selbst aktiv besetzen. Damit ich auch die Handelsmacht von da übertragen bekomme. Okay, es sind 1000 Mann. Mit denen kann ich mich anlegen ohne Gefahr. Also ohne große Gefahr.
Mechanik ist gefallen. Sehr schön, wir machen Fortschritte. Also gemeinsam mit den Polen ist das Ganze kein großes Problem. Alleine wäre es tödlich. Hätten wir, glaube ich, keine großen Chancen in diesem Krieg. Wird sie dazu zwingen, mir Handelseinfluss zu übertragen, glaube ich. Also Aydin werde ich auf jeden Fall, ich werde einige Provinzen an Neugriechenland übergeben. Also Aydin vor allem, das ist wichtig. Werde ich wahrscheinlich einfach mal hier so den Rundumschlag machen mit einigen Provinzen. Also ich möchte tatsächlich auf 100% Warscore kommen, wenn das klappt. Und würde dann eben so viel wie möglich an Neugriechenland übertragen, was gerade passt. Was dann de facto diese drei Provinzen wären. Ansonsten, na, wir haben noch Zeit. Wir müssen erstmal diesen Krieg zu Ende bringen. Wird sowieso lange dauern, weil John Poe ja noch dabei ist. Und wir behalten unseren aktuellen Herrscher noch ein bisschen. Ich verliere gerade zu viele Handelsschiffe in diesem Kampf. 8 Stück haben wir verloren, das ist nicht gut. Oh, und die verlieren da unten. Wo sind denn die Polen? Das gibt's doch. Wen greifen die jetzt schon wieder? Warum sind die da dabei? Warum müssen die Polen mit den Österreichern verbündet sein? Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich einen Krieg führe und die Hilfe der Polen brauche, werden die in irgendeinen anderen Krieg reingezogen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Schlacht verloren. Frieden würden sie schließen. Was kann ich jetzt fordern? De facto, was kann ich jetzt fordern? Aydin geht. Die ganzen Provinzen kann ich fordern, die 3 Stück. Okay, dann mache ich genau das. Dann fordern wir einfach nur diese Provinzen. Ist gerade ein wenig frustriert, dass das nicht nach Plan lief. Aber gut. Ziehen wir uns zurück. Schauen wir mal auf unsere Flotten. So, ihr werdet abgespalten. Ihr fahrt mal kurz in den Hafen. Werdet wieder verstärkt. Und ihr zwei werdet komplett ausgelöscht. Euch brauche ich nämlich nicht. Aber ich kriege meinen neuen Händler und das ist wichtig. Wo schicke ich dich denn hin? Ich glaube, ich schicke dich mal nach Persien. Weil wir da ja genauso wenig Einfluss haben. Äthiopien, Oman. Hin kommen wir leider nicht hin. Ich probiere es mal in Persien. Es wird nicht viel bringen, aber den Versuch ist es eventuell wert. Wobei Persien zumindest kein Embargo gegen uns hat. Das könnte das Problem gewesen sein hier bei Basra. Dass ich dank der Dingens nicht da reingekommen bin. Dank der Osmanen. Ja, hier bin ich nämlich schon deutlich effektiver. So, 86% hier unten. Frankreich hat die verbleibenden 4. Bosporus haben wir 77. Ach, das sind zu viele Kleine, die da alle irgendwie mitschmischen wollen. Gut, die Flotte ist auch gerade nicht aktiv, das kommt dazu, aber trotzdem. Das passt mir einfach ganz und gar nicht, dass die da alle mitmischen wollen. Stecht mal die Beamten. Kann ich bei den Franzosen noch was Vernünftiges machen? Ja, da kann ich auch Beamte bestechen. Kollegen kann ich leider nicht wieder hinschicken gerade. Ich soll auf Handelseinkommen setzen. Wie nah bin ich da dran? Nicht wirklich nah. Und daher vergessen wir das gleich wieder. Imperialismus gegen Alaska. Alaska ist eine portugiesische Kolonie. Sehr schön. Und Savoyen kolonisiert ebenfalls Alaska. Wieso denn auch nicht? Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Krieg ging ja doch fast in die Hose. Wir haben ein bisschen was gewonnen, aber nicht das, was wir wollten. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wenn wir hoffentlich nochmal einen Krieg gegen die Osmanen führen können und beim nächsten Mal erfolgreicher. Ja, bis dahin, haut rein und ciao.